Er ist auf einem sehr guten Weg. Aber wie gesagt, er war vor einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr jetzt mittlerweile noch in der vierten Liga. Wir werden ihn versuchen, sehr, sehr gezielt und kontrolliert heranzuführen, dieses Niveau, was er jetzt hat, zu stabilisieren, um dann nächste Schritte zu setzen. Aber er hat da richtig, richtig großes Potenzial. Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich bin der Wimmer Patrick. Ich bin 18 Jahre alt, bin diesen Sommer gekommen vom SV Garfenz in Oberösterreich, was in der niederösterreichischen Landesliga spielen. Habe in Weidhofen an der Ips meine Schule fertig gemacht, die Mechatronik-Fachschule von der HTL. Und da habe ich gestern meinen Abschluss gemacht und bin dort, also dort wohnt auch meine Freundin und bei der bin ich eigentlich jedes Wochenende und werde immer wieder dort sein. Aufgewachsen ist Patrick Wimmer in Tulln an der Donau. Seine Freizeit verbringt er gern im Freien und in der Natur. Doch jetzt hat sich einiges für ihn verändert. Ja, jetzt mit dem Profifußball, da ist schon Umstellung, da kann ich das halt nicht mehr so machen. Und ja, früher war das halt so Alltag, immer daheim gewesen, immer meistens bei 2-3 U's gleichzeitig gespielt bei meinem Heimatverein und ja, zwischendurch halt immer im Wald gewesen und im Weingarten, da war das noch nicht so professionell wie da jetzt, wo man einen Tag vom Match oder am Matchtag halt eigentlich nichts mehr macht, außer sich aufs Match konzentrieren und das war halt früher ganz was anderes. Es war mein Jugendverein SC Sitzenberg-Reidling, wo ich angefangen habe zum Fußballspielen, da habe ich mir mit meinem Onkel auch immer die Matches angeschaut, also ich war immer oben und dann mit der Zeit ist das auch gekommen, dass man selber immer am Fußballplatz gegangen ist mit den ganzen Freunden und immer gespielt hat ein bisschen und das hat mir gedacht. Ja. An den ersten Kontakt mit Austria Wien erinnert sich Patrick noch sehr gut. Das war beim Garfenz-Spiel, bei einem Heimspiel, da hat der Eigner Sigi, der Scout von der Austria, hat mich gescoutet und der Raimund, der Haarreiter, war auch zu Gast bei dem Spiel und der hat mich nach dem Match dann zu sich geholt und hat mir den Eigner Sigi vorgestellt und so sind wir dann ins Gespräch gekommen und das ist dann immer öfters passiert, dass er mich gescoutet hat und nach einer Zeit bin ich dann mit Herrn Muhr und mit den ganzen von der Austria zusammengekommen und dann haben wir sich ein Probetraining ausgemacht. Patrick Wimmer spielte diese Saison 15 Spiele für die Young Violets und erzielte dabei 2 Tore und weitere 5 Spiele für die Kampfmannschaft. Ein großer Sprung für einen jungen Spieler. Ja, für mich ist das natürlich was Tolles. Also es freut mich, dass das alles so schnell gegangen ist. Und ja, also man realisiert das nicht so wirklich, dass das so ein großer Sprung ist eigentlich. Aber wenn man in der eigenen Haut steckt, da fühlt sich das nicht so groß an, der Sprung, wie es jetzt für die Außenstehenden wirkt. Aber ja, es ist natürlich schon was Besonderes, jetzt so schnell in die Kampfmannschaft gekommen zu sein. Ja, der Sprung ist körperlich, finde ich, ist nicht wirklich Unterschied, weil in der Landesliga, da geht es auch schon hart zu und da sind auch viele Ex-Profis dabei, überhaupt wenn man gegen Mannschaften wie Leondorf, Stripfing und so gespielt hat. Und ja, körperlich ist nicht was anderes, aber das Tempo ist um ein paar Klassen höher wie in der Landesliga. Mit dem Sprung in die Kampfmannschaft bekam der junge Mittelfeldspieler eine magische Rückennummer. Eine Nummer, mit der er noch viel vorhat. Die Nummer 9 ist vorne, weil der Trainer hat es mir zugetraut, glaube ich. Also er hat mir einen Tag vor dem Rapid-Match hat er mir gesagt, dass ich im Kader bin und da hat er mir gesagt, dass ich die Nummer 9 bekommen werde. Und ja, gefreut mich, dass ich so eine coole Nummer erwischt habe. Und ja, ich hoffe, dass noch viel mit der Nummer 9 Aufsicht haben wird in den nächsten Jahren. Als neuer Spieler wurde er gut in die Mannschaft aufgenommen. Vor allem weiß er die Erfahrung seiner Mitspieler sehr zu schätzen. Ja, es ist wichtig, dass in jeder Mannschaft ein paar erfahrene Spieler dabei sind, weil die können da viel weiterhelfen, wie bei uns zum Beispiel Grüni, Mike, Flo und so weitere. Und ja, die helfen mir viel weiter in der Mannschaft und auch mit einzelnen Dingen wie Taktik und insbesondere im Spiel, was ich verbessern kann. Und ja, das ist schon wichtig, dass wir ein paar Erfahrene dabei haben. Patrick Wimmer ist ein sehr selbstkritischer Spieler, doch er weiß ganz genau, wo seine Stärke liegt. Also der große Techniker bin ich auf jeden Fall nicht. Große Laufstärke habe ich, richtig schnell bin ich und ich glaube, das ist meine Waffe zum Erfolg. Kannst du dich an den 8.12.2019 erinnern? Sagt mir jetzt nichts, weißt du, was dazu ist vielleicht. Das war dein Bundesliga-Debüt. Ja, Bundesliga-Debüt ist glaube ich immer schön, überhaupt dann, wenn es noch im Auswärtsderby gegen Rapid war, vor knapp 26.000 Leuten. Das war halt schon eine wahnsinnige gute Stimmung.
auch wenn alle gegen die sind, aber das hat mir echt taugt und ja, ich hoffe, dass es viele weitere Minuten geben wird.